Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch servierte Spectatoris, zu einem weiteren Teil von Let's Play Europa Universalis 4 mit mir, dem genau auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit dem mächtigen Persien und arbeiten momentan noch an unserem Court and Country Disaster. Du kannst übrigens mal zurückkommen. Wir bleiben mal hier noch bei unserem Spionagenetzwerk hier bei Frankreich und Spanien. Und ich habe mir gedacht, wir machen es dann wirklich so, wir versuchen das jetzt nochmal so in Abschnitten auszulösen. Und wir greifen den jetzt einmal an. Pol Litauen macht mit, aber das ist ja eigentlich unwichtig. Heiliger Krieg, ne? Das machen wir gleich hier. Und wir schmeißen den Sygmantas, Daukantas, den schmeißen wir jetzt mal raus. Toll, wir konvertieren hier noch weiter. Super. Ja, genau. Aha, werd mal du unser Untertan. So, also jetzt kicken wir den. So, jetzt haben wir Revoltenrisiko höher als 1, weil unser Herrscher ja die Unruhe erhöht und so, ne? So, jetzt machen wir das. Heiligen Krieg. Bam. Oh shit, ich glaube. Moment mal ganz kurz. Polnischer Dschihad, okay. Was? Persischer Dschihad, ne? Okay, ich dachte polnischer Dschihad, hä? Okay, gut, alles klar. So, den lassen wir jetzt mal noch gerade hier. Wir nehmen den Steuereinnahmen-Typi. Genau. So, und jetzt laufen wir einmal schnell hier. Da komme ich echt nicht hin. Okay. So, dann verteilen wir uns nämlich einmal gerade hier in dem Ländle so ein bisschen. Und jo, das passt doch eigentlich, ne? Ja, Technologie hier sollten wir auch mal gleich forschen. Toll, ja, so ein paar Schiffe, die kriegen wir ja wohl geregelt, ne? Okay, warum war mir das irgendwie klar? Okay, wir warten noch einen Monat und dann kannst du mir einen neuen regeln. Wow, der ist echt ganz schön von Ungarn zerstückelt worden, ne? Ich glaube, wir schaffen das auch ohne die zwei Jungs hier. Lass die mal twerken, ne? So. Okay, wir sparen mal ein bisschen. Sparen wir hoffentlich noch ein bisschen Geld. So, jetzt kriegen wir das Court and Country Disaster. Und wann wäre es Zeit? Wenn wir den Absolutismus noch erhöhen, dann wird es noch besser, okay? Stabilität weniger als 1. Ja, das müssen wir jetzt nicht übertreiben, ne? Hat weniger Absolutismus. Minus 1. Ja, ja, okay. Nee, nee, das pushen wir mal jetzt so weiter. Halt, stopp. Komm, den kann ich doch bestimmt jetzt schon würfeln. Okay, cool. So, hier hin. Delhi, ne. Und Litauen hat ein Bündnis mit Österreich geschlossen, okay. Ein ismailitischer Gelehrter ist jetzt, ja, übergelaufen sozusagen, okay. Das ist das Ding hier, ne? Ja, ist okay. Machen wir hier Untertan noch anzeigen. Boah, Alter. Okay, wie sieht denn das noch? Wir müssen noch Handelszentren aufwerten, ne? Im Krieg geht's nicht, stimmt, ja. Wir sparen die Kohle, komm, wir sparen die Kohle. Viele Waffenstillstände ändern. Wir nehmen den Merkantilismus.
So, wie viel Belagerung hast du? Zwei und du hast eins. Okay. Ja, auch nicht so klasse, aber besser als nichts. Jo, dann müssten wir das hier immerhin schon mal haben. Wie viel hast du? Auch nur zwei Punkte. Nimm du noch die Festung hier. Okay. Also wir können gewissermaßen... Okay, für 24 könnten wir ihn vasallisieren. Das wäre ja eigentlich okay. Wir können ihn auch annektieren, dann kostet es halt gar nichts. Aber so könnte ich ihn halt direkt noch dann konvertieren, ne? Müssen wir gleich mal gucken, ob das alles so geht. Hey, der Waffenstillstand mit Moskau endet. Cool. Ja, Bündnisse und sowas haben die ja nicht. Wann wäre das denn dann soweit? 39, das sind 3 Jahren. Okay, dann fangen wir am besten währenddessen dann noch den Krieg mit Moskau an. Dann führen wir die Kriege hier bis zum bitteren Ende durch. Ja gut, aber wir müssen jetzt auch nicht die Manpower komplett zum Fenster rausschmeißen, ne? Ja, good news, good news. Ah, ich war in der falschen Seezone unterwegs. Blablabla. Cool. Ah ja, hier, die brauche ich auf jeden Fall, ne? Die drei Regionen hier. Die snacken wir uns aber. Oder wir geben sie Litauen, ne? Kann man auch machen. Naja, egal. So teuer sind die ja jetzt nicht. Wie viele Punkte sind wir hier über Dings? Ja, passt nicht mehr so viel rein. Okay. So, okay. Dann einmal hier hin. Ja, genau, nehmt das mal alle ein. Laufen wir nach Kaluga. Nee, globale Unruhe zu reduzieren wäre jetzt... Uah, Moment. Stopp. Der Modifikator ist ausgelaufen, ne, oder? Nee, unzufrieden. Weil wir zwei Korruptionen haben, sorgt das für einen negativen Unruhewert. Dann kämpft die mal ein bisschen entschlossener. Sicherlich um minus 8,7 ändern. Okay. Legitimität. Wir müssen dem Klerus noch irgendein Privileg wegnehmen, oder? Aber das Moralding ist gut und das hier ist auch gut. Sonst müssen wir nochmal Land beschlagnahmen, ne? Wird der Klerus unzufrieden. Okay, also die drei hier. Vassalisierung haben wir da auch mit drin, ne? Primärkultur erzwingen. Witzig. Lassen die weg. So, die Primärkultur von Bulgarien und ihre Hauptstadt ändert sich zu Persisch. Bulgarien wird zum Vasallen von Persien.
Wir könnten doch aber dann auch hingehen und sagen, so, wir lassen das weg. Warte mal. Aber das kostet auch Diplomat, das ist doch albern. Warum kann ich hier nicht die Religion erzwingen? Okay, Sekunde. Wir machen das so, wir spucken die wieder aus danach, ne? Hier, wir nehmen das alles mit. So, ne? Ungefähr. Dann machen wir das. Und dann spucken wir sie aus. Wie viel Diplom kostet das? Zu viel. Das will der noch nicht machen. Ja, sonst ja ganz witzig. Ich meine, 1000 Geld können wir ja auch gebrauchen, ne? Ist der Separatfrieden hier besser? Okay, wir lassen den Krieg noch ein bisschen weiterlaufen. Ja, klasse. Guck mal, dann trefft ihr euch danach in Memel. So, ne, jetzt wollen die das auch machen. Das ist doch super. Ruthenisch. Wenn wir das so mitnehmen, aber ich meine, ach komm, wisst ihr, komm, wir nehmen das so mit und dann holen wir uns so die Kriegsreparation. Ja, passt. So, komm. Also jetzt mal ehrlich, ne? Und hier. Dann ja, nimm das mit. Pass auf. Ihr lauft nach Kaluga. Du hierhin, wieso Flotte bewegen? Nee, ne? Passt doch, ne? So. Und dann machen wir hier, genau, so, aufessen. All dein Geld nehme ich noch mit. Jawohl. Ich bin sowieso überall Ansprüche auf den Knaben. Muss ich sie dann überhaupt freilassen? Ich meine, ich könnte natürlich auch. Alter, wir haben einfach nur Ansprüche auf alles, ne? Das ist ja so wild. Ich glaube, das ist halt echt gedacht, dass du diese Mission alle erst später machst, ne? So, und weil ich jetzt gerade eine Rebellenarmee habe, kann ich das jetzt nicht machen, ne? Auch wild. Pass auf, kommt nochmal hier hin. Das ist jetzt nichts, was wir irgendwie so. Dann stehen hier runter. Wir müssen das ja jetzt nicht so 100% akkurat spielen, ne? Super. So, genau, jetzt können wir hingehen. So, jetzt beschlagnahmen wir. Jetzt haben wir doch hier dadurch nochmal mehr Unruhe, ne?
Das würde für uns ja genauso passen, ne? Da brauche ich auch keinen Vasall entlassen, oder? Ich habe von diesem Vasall da ja auch gar nicht so viel, oder? Komm, das ist okay. Wie viele Truppen hat der noch? 4000, okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So. Komm, lass den twerken. Lass den twerken. Ich meine. Genau, persischer Dschihad. Da füttern wir Nowgorod mit, ne? So viele Provinzen wollen wir jetzt erstmal gar nicht haben. Warum? Warum zum Geier? Warum tickt das jetzt nicht hoch? Ich habe ein Anrecht auf dieses Desaster. Danke. Wie lange soll es denn, wann soll das denn jetzt passieren? 4 Jahre. Okay. Gut, pass auf, wir zahlen Darlehen jetzt zurück, ja? Sind ja nicht mehr so viele. Wir haben einen neuen Händler. Nice. Könnte auch hier Handel abschöpfen, ne? Hier geht ja nicht viel raus, ne? Ausgänge 5,9 irgendwas ist jetzt ja nicht so viel, ne? Ja, komm, schöpf mal hier ab. Maximum beträgt 137, da sind wir ja auch gerade. So, der ist jetzt gerade schon irgendwo da hinten in Sibirien da am Rumeiern. Jo, da ist er. So, Moskau haben wir jetzt auch. Hey, wow, Nationalisten? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. So, der Waffenstillstand mit den Mamas ist zu Ende. Das ist doch mal ganz gut, ne? Komm, guck mal nach Antep. Nach Karaman. Schön.
So, wir kriegen 15% mehr Einheitenlimit und können mehr Spezialregimenter ausheben. Trotzdem haben wir immer noch 13 von 6. Jetzt noch ein 30er-Stack ausheben, wäre aber eigentlich eine coole Sache, ne? Warte mal, wo sind meine Vorlagen? Hier, noch so eine Standardvorlage. Können wir eigentlich machen, ne? Komm, eine. Also, es fehlt halt ja einfach noch irgendwie so eine Armee, ne? Der kommt nimmer zurück. Wann ist das hier? 39, okay. Kommen wir noch auf diesen 60er Absolutismuswert. Sieht leider irgendwie gar nicht so aus, ne? Hier nochmal einen neuen General. England macht mir jetzt super. Miltech 19 haben wir auch. Admin 18. 1680 zum Zurückzahlen. Wow. Oh, nicer Dude, okay. So, hierhin und hierhin. Dann machen wir das Spiel da jetzt noch so lange mit, bis wir das Darlehen zurückgezahlt haben und dann ist gut. Ach du Kacke. Obwohl, warte mal, wir sind nur bei über 1. Pass auf, geh mal hier hin. So, wir holen mal gerade unsere Flotte schon zurück. Und du gehst hier hin. Kriegen Call for Pizza in dem Mystic natürlich. So, dann zahlen wir mal die Darlehen zurück. Korruptionsbekämpfung 15,91. Das ist noch recht viel. Wir haben 0,0 momentan. Warum ist sie so hoch? Überdehnung? Ja, 0,26. Reform, dynamische Verwaltung. Okay. Ja, dann warte mal bitte. Sind die fertig? Ja, verbreitet die Kunde mehr Zermürbung für die Feinde. So, die haben jetzt alle ein bisschen Moral, ne? Cool, okay. Dann machen wir hier Frieden.
Obwohl, warte mal, wie wär's, wenn wir es nur so machen? Weil 38 Überdehnung, das genügt für uns ja auch schon, ne? Denn wir haben ja schon viel Überdehnung, ne? Ja, genau. So, du machst mit. Ist da irgendjemand, den wir voll mit reinrufen? Tunesien? Sanaa? Passt. Heiliger Krieg, ne? Einer unserer Admin-Berater verlässt den Hof, ja. Ach, das war der. Okay. Nehmen wir den Typen mit der Produktionseffizienz. Ah, stopp, eine Sache habe ich vergessen. Mir da nämlich gerade einfiel, ist der Umstand, dass ich noch die Mamelucken rivalisieren kann. Also ist jetzt nicht so, dass ich dringend die Machtprojektion brauche. Ihr seht es ja, ich habe 100 Machtprojektionen. Aber es ist einfach ein gutes Gefühl, wenn wir es machen. So, dann machen wir, okay. Dann machen wir jetzt Folgendes. Ja, komm du mal aus Spanien. Moment mal bitte. Junge! Du hast, hast mein Tastaturprofil noch nicht umgestellt. So. Ja, Tatsache. Okay, Moment mal bitte. Also manchmal erkennen diese Tools nicht, wenn ich das Spiel wieder gestartet habe. Das ist ein bisschen wicked. Okay, also dann. So, ne? Also, was hatten wir hier? Dit. So, ne? Ja, super gefährliche Überdehnung. Mamelucken. Okay, so. Jetzt sind unsere Truppen hier zwar noch so ein bisschen, ja, verwundbar, aber passt schon. So, einmal raus und dann da hinten hin. So, einmal hier hin. So, wir zahlen jetzt alle Darlehen zurück. So, bulgarische Nationalisten unterdrückt. Krimische Nationalisten unterdrückt. Die da auch noch unterdrückt. 57 von 65. Wir könnten auch Handelseinflüsse fördern. Gut, wir bekommen dann halt mehr Inflation, ne? Aber war es, glaube ich, nicht so wild, ne? Gut, okay. Naja, so 5 Minuten machen wir noch hier. Also dann immer zack. Zack, zack, zack. Eins, zwei, drei, vier. So.
Dann nehmen wir hier. Alter, der krasseste Dude, den wir haben, hat drei Belagerungen. Das ist mal beste Voraussetzung. Nicht. Okay, so hier. Machst du bitte einmal halb-halb. Ja, hier hin, hier hin, hier hin. Ja, so glaube ich, ne? Und dann gucken wir mal. Er wird ja da unten irgendwie versuchen, hier durchzustoßen. Ist dann halt so. So, Österreich hat sich nochmal eingekaisert. Okay, wenigstens ging das hier schnell. Mach ruhig Vierfaches. Geht jetzt auch erstmal. Und jetzt können wir hier Geheimdienst, Geheimdienst, Spionagenetzwerk aufbauen. Warte nochmal kurz. Provinz anzeigen. Wann will der da sein? Am 17. Das sind 5 Tagen. Das ist echt flott, ne? Wann willst du sein? Am 22. 3. Januar. Gut, guck mal, die haben wir sogar schon. Dann haben wir 1, 2, 3. Und du kannst auch mal mit hier hinkommen, ne? So, du kannst dann hier im Gewaltmarsch rüberlaufen. Habe schon fast eine 10-1 Überlegenheit jetzt gerade. Obwohl, warte mal, lass den da warten. Ja, geh du hier hin. Geh du hier hin. Kannst auch hier warten. Mal den Gewaltmarsch aus. Ja, alle dahin bitte. Obwohl, nee, bleibt das stehen. Das ist okay so. Ja. Das ist okay so. Warum? 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 War irgendwie so klar, ne? Also hat irgendjemand daran gezweifelt, dass es nicht der General ist, der gerade hier die Belagerung kommandiert, der stirbt. Nicht wirklich, ne? Hat keiner dran gezweifelt, oder?
124 Mann hat er. Guck mal, das ist schon krass, was wir da mobilisieren können, ist auch nicht schlecht. Er hat eine ziemlich fette Flotte, ne? Gut, da können wir easy mit konkurrieren, theoretisch. Aber ich glaube, wir sparen die Kohle mal noch jetzt gerade. Stecken die jetzt nicht in so eine Galeerenflotte? Das Erste, was wir machen, ist, wir packen mal hier einen neuen General rein. Weil jetzt, mittlerweile haben die schon gar keine Belagerungsskills mehr. Es wird jetzt einfach alles genullt, ja. Also. Oh Gott. Oh, was ist hier los, ey? Okay. Du hast wenigstens zwei Belagerungen, okay. Habe ich eine sehr wichtige Aufgabe für dich. Für den habe ich auch eine sehr wichtige Aufgabe. Du läufst hier runter. Und du wirst hier so ein bisschen das Feld unmittelbar dahinter bewachen, ja? Okay, so, dann gucken wir, ob wir hier einen Teppich hinbekommen. So, ich bin gespannt. Also ich würde ihm ja zutrauen, dass es sich jetzt so da durchsnaked. Damit er meine kleinen Stacks irgendwie aufreiben kann. Die KI antizipiert das ja in der Regel ganz gut. Okay, wir haben immerhin so einen Keil in seine Verteidigungslinie reingetrieben. Okay, ja gut, das war jetzt ein Kampf, auf den ich gerne verzichtet hätte. Weil er für mich nämlich nicht. Obwohl, geht so, ne? Ja, okay, gut, lauf hier hin. Das gewinnen wir trotzdem. Ist ein bisschen verlustreich, aber geht. Na! Okay, warte mal kurz. Die Überdehnung müssen wir halbieren gleich, ne? Auf keinen Fall können wir das nehmen. Ach, das ist so schrecklich. Konvertieren, konvertieren, konvertieren. Oh shit. Okay. Ich muss irgendeine Staatsehe auflösen. Ich muss einen Punkt Stabi verlieren. Sorry. So. Es tut mir leid. Gut, ja. Du gehst mal weiter nach Katif. Passt. Trefft ihr euch mal bitte hier?
Der darf Handel übertragen hier. Okay. Ah ja, ich hab's ja gesagt, ne? Da kommst du noch nicht hin. Okay, dann hilf hier bei der Belagerung mit, dann geht's schneller. Ja, schön. Kannst du dahin? Muss es nicht mit dem Krieg dabei, aber trotzdem laufen die hier rum. Das ist irgendwie komisch. Ja, ist aber okay. Ich überlege gerade noch, ob wir einfach. Wie lange dauert das denn jetzt noch? Weil. Ja. Warum ist das wieder weg? Mein Revoltenrisiko ist weg. Was? Warum? Moment mal. Okay, Moment bitte. Moment bitte. Ach, sehen wir im nächsten Teil. Macht's gut, bis dann. Pax Vobiscum, Valete.